juckt mich eigentlich auch nicht. Und wo niemand antwortet. Weil es ist, kann nicht sein, es muss immer irgendeiner da sein. Besonders beim 24-7-Stream nach jetzt, ich habe die Zeit, nach fast einem Jahr, kann es nicht sein. Und ich dachte, ich habe das ist ein cooles Projekt, wir machen mal. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Das ist quasi der Untergang gewesen. Obwohl es eigentlich, hey, cooles Ding war, fand ich. Also ich fand es, die Idee hatte ich nie, das hat sich einfach entwickelt. Es hat sich im Stream entwickelt, das Ganze. Einfach im Stream hat sich's entwickelt. Ich hätte doch noch viel mehr labern können, hätte es auch kürzer machen können, aber ich habe es einfach gelassen, weil ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Ich hätte auch noch viel mehr erzählen können von internen Sachen oder die ich erfahren habe oder die ich mitbekommen habe. Aber bringt ja alles nichts. Ich muss einfach nur die Scheiße loswerden. Und das ist jetzt mein Weg, es erstmal zu versuchen. Wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann ist egal, dann ich ist wurscht. Den Facebook.com. Ich hatte auch mich gewendet an hier und das Ding, was ich hier mache, aber da kommt nichts. Aber ist ja egal. Das ist meine Art, es zu versuchen. Wenn man mir nicht helfen kann, muss ich mir selber helfen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Das ist egal. Ich habe nicht mehr so viel Zeit in meinem Leben. Und ich muss mich mit der Scheiße nicht ärgern. Kann heute Morgen irgendein beschissener Krampf kommen, dann kann ich nie wieder reden, sprechen, mich bewegen, sonst irgendwas. Keine Ahnung, also es ist egal im Endeffekt. Es wird nie so werden, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hätte ich auch noch sagen können im Video, aber es ist scheißegal im Endeffekt. Soll sich jeder selber denken. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und das jetzt nach 2 Wochen. Oder nach 10 Tagen Antibiotika, dass es nicht besser wird, wieder schlimmer wird, ist halt schon krass. Meinst du woher? Ja, überall her. Soweit ich erfahren habe. Keine Ahnung. Überall. Verstreut. Keine Ahnung. Kann ich da so. Weiß ich nicht. Im Endeffekt bringt mir die ganze etwas nichts, wenn ich nichts dagegen tun kann. Weil ich weiß halt komplett Deutschland, Österreich, Schweiz, England, was weiß ich, überall her. Also ist halt nicht einzugrenzen gewesen so einfach. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr in der Lage machen würdet. Ich mache das seit 8 Jahren, ich mache es seit einem Jahr jetzt täglich. Und ich möchte, das Einzige, was ich möchte, ist einfach die Leute ein bisschen unterhalten, mit denen Spaß haben, spielen. Scheißegal, ob jetzt WoW oder Outrennen oder Story Games oder Survival Games, ist scheißegal. Aber wenn da irgendwas Auge macht, ist es einfach krass. Und wenn mir keiner helfen kann, weiß ich auch nicht weiter. Immer schon gesagt, mir ist es scheißegal.
ob eine Person da steht oder ob 100 da stehen. Es soll halt einfach nur real sein. Ich meine, ein, zwei komische einschlagen, ist mir das scheißegal, aber nicht die Mehrheit. Und ich möchte das alles clean hier haben. Ich dachte, die Raids waren best, aber okay. Außerhalb der Raids, meinst du? Wir gucken mal. Im Endeffekt, das habe ich jetzt gar nicht im Video gesagt, was ich ja noch sagen wollte. Das Projekt GexTV ist gescheitert. Das war's. Was jetzt daraus wird, weiß ich nicht. Deswegen habe ich solche Worte nicht benutzt, weil dann fange ich an zu heulen. Das geht mir schon sehr, sehr nahe. Ich bin halt nicht der Fitteste aktuell. 8 Jahre und über 10.000 oder ich weiß nicht, wie viele Stunden ich habe. Streaming. Umsonst, damit irgendwelche Idioten irgendeine Scheiße bauen und da Auge machen. Das wollte ich auch irgendwie schon mal spielen. Ich habe es einmal gespielt am 31.10. 21. Halloween Special, ja. War an sich das Game so okay, aber ich sag's dir ehrlich, die Steuerung war einfach ultra schwer, ultra ekelhaft. Damit kam ich da nicht zurecht. Das Spiel darf man halt nicht so ernst nehmen. Das ist halt mehr so ein. Habe ich ja nicht, aber da musst du aber anscheinend. Musst du ja anscheinend. Lach mich da eher kaputt. Leute rumlaufen, den Kopf heben und das dann, der sich da halt den Nacken bricht von der Animation und so. Ich finde das total witzig. Ja, das habe ich auch schon oft gesehen, aber das. Guck mir das immer gerne bei Hasi an. Ups. Gas. Ich gucke keine Streamer mit SM7B mehr. Boykott. Kannst du nicht vorstellen? Ich musste mich bei ihr sogar entschuldigen, weil ich sie fast schon ein bisschen angepappt habe deswegen. So, ich habe ja mit ihr geschrieben so und meinte, ey, du willst dir ja jetzt echt nicht das Ding kaufen. Dann kauf dir lieber ein normales, vernünftiges, spar das Geld und kauf dein Kind lieber was. Als dieses Scheiß. Naja, so habe ich es nicht geschrieben, aber es ist halt dieses Mikrofon nur, damit es halt alle machen so. Ja, ist in der Bubble. Hat einen Haken, ist in der Bubble, hat einen SM7B, ist ein anderer Mensch, was willst du machen? Das heißt, muss sagen, ja, aber es ist halt Gruppenzwang, ne? Und fragt sie, was soll ich kaufen? Und wenn dann von 10 Leuten 9 sagen, kauf das, macht sie das natürlich, ne? Wenn man auch keine Ahnung und gar nichts hat. Was ja auch nicht schlimm ist. Ist ja auch ein gutes Ding, sagt ja keiner. Es ist ja auch kein schlechtes Mikrofon, aber du kriegst halt wirklich für den Preis oder schon für deutlich weniger bessere Mikrofone. Und wenn man sich um Geld keine Gedanken machen muss, dann kauft man es halt. Scheißegal. Nee, das ist bei ihr aber nicht so. Die hat ja Kind und so. Ich weiß, ich kenne die Umstände. Aber anscheinend ist es ja doch nicht ganz so, weil man kann sich nicht etwas einfach so kaufen für. Ja, natürlich. Das Geld. Also. Ich kann ja nicht sich jeder dazu 90.de kaufen. Das ist ja deutsche Kultur, dass man sein Verdienst immer ein bisschen schlecht redet. So. Das machen ja fast alle. So. Ich kenne auch privat. Außer ich, oder? Ich hab im Video sogar meine SAP-Zahlen vorgelesen. Nach 8 Jahren und 1 Monat habe ich das vorgelesen. Und das ist halt schon eigentlich nur RIP. Ich kenne halt Leute, die behaupten, dass sie arm sind, aber in einem 350.000 Euro Haus wohnen. So. Ich meine, 350.000 Euro ist jetzt auch nicht super viel für Deutschland, wenn man das mal bedenkt. Also es ist viel Geld, natürlich, aber dann noch zu behaupten, dass man zu den Ärmsten der Armen gehört, so finde ich schon das hart. So. Problem das ist halt, eher was Standard, finde ich, heutzutage. Das, ja, das Problem ist halt, wenn man so das hätte, was hat man dann als Alternative quasi? Muss man das verkaufen, sich eine Wohnung suchen, kaufen oder so? Weißt du nicht, mit Wohnung ist halt schwierig.
Kostet ja bald genauso viel wie ein Haus. Deswegen. Also. Du zahlst ja nicht weniger Kosten, nur weil du ein Haus hast. Das heißt, das ist. Ja, siehst du? Also bist du doch noch mehr am Arsch. Wenn man ausrechnet, ist zur Miete wohnen eigentlich immer das günstigste, weil du halt jemanden pauschal musst, einfach, quasi genau. Den Hintern abwischt. So. Du zahlst pauschal Sachen, dann machen Leute und Sachen und Dinge. Bei dem anderen musst du auch selber machen. Genau. Und zahlst trotzdem noch. Genau. Und noch mehr, auch noch mehr. Du zahlst du für Wasser, was kommt, dann machst du, was geht. Das ist, ist so. Viele Immobilienmakler und so und auch Politiker und so, die wohnen alle zur Miete, weil die mögen halt Geld, sage ich mal, und die wissen ganz genau, wenn sie eh nie zu Hause sind, warum sollten sie ihr Geld für ein Haus verschwenden? Das ist einfach, es rechnet sich eigentlich nicht. Das machst du eigentlich nur, wenn du deine Ruhe haben willst. Na klar. Wenn du wirklich auf Familie aus bist oder solche Sachen. Ich muss sagen, Sinkli, ich habe mir das auch überlegt und habe auch mehrere Albträume gehabt, was das Ganze angeht. Mag ich so. Ich habe auch mit keinem Menschen darüber geredet. Das war einfach für mich die Entscheidung. Wie es für mich am besten ist. Ob das die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Aber es wird sich im Endeffekt nichts ändern. Der Bock hat, macht mit Gexle weiter. Der nicht Bock hat, bleibt nicht weg, so wie jetzt auch. Es ändert sich ja nichts. Nur wir sehen vielleicht, was wirklich ist oder nicht ist, weißt du? Läuft halt nicht so richtig. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich guck's mir dann nachher an. Das Video heißt Ende. Ja. Und das geht darum, dass ich diese Scheiße hier loswerden will. In diesen komischen Zahlen hier. Das Video könnte auch heißen, ich will die Ghost Viewer loswerden, wie ich sie nenne. Weil es keine typischen Bots sind, wie ich durch Recherche erfahren habe. Keine Ahnung. Teilweise sind das Statistikbots auf jeden Fall. Ja, nicht die, die in jedem Channel sind. Das ist scheißegal. Die sind überall. Okay. Das ist, da tust du einen Channel heute erstellen und in 2 Minuten ist das drin. Das sind Statistikbots, das wurscht, die zählen ja nicht. Okay, ja. Also ich nehme an, die Bots sind da nicht von dir, wenn du die loswerden willst. Ja, natürlich sind die nicht von mir, hä? Naja, weiß man ja nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie von dir sind, aber wissen tue ich das ja auch nicht. Ich habe mir halt mal die Liste angesehen und es ist halt auffällig, dass halt immer wieder mal einer dazugekommen ist und wenn du es nicht warst, dann hat sich wohl jemand Spaß erlaubt. Ich tue ja sogar, wenn was dazukommt, offiziell zeigen, dass ich das lösche und sogar zeigen, dass was für welche das sind. Ich mache das sogar publik, aber da es nicht viele sehen, ist es ja auch egal, weißt du? Ich nenne es Ghost Viewer. Weil die sind halt da, aber irgendwie doch nicht da. Das ist so wie so ein Geist, den siehst du ja auch nicht. Und das kann, der hört dir vielleicht zu oder auch nicht und spricht mit dir. Du musst mal drauf achten, bei den meisten ist es so, die sind am 21. November 2021 angemeldet und folgen seit dem 21. November 2021. Das ist gefühlt bei 80% so. Okay. Also dann erstellt schon jemand ganz bewusst einen Account und dann folgt er dir. Und dann sitzt er bei dir im Channel. Deswegen meinte ich ja schon zu dir, block die mal alle, so, weil... Das bringt ja nichts. Ich glaube, das tut dir kein... Ja, im Grunde genommen bringt es nichts, da hast du recht. Ja, bringt nichts. Wenn es jetzt 2, 3 oder so, ja, okay. Aber ich verstehe halt auch nicht, weil ich hatte davor, also ich meine, ich hatte davor mehr echte Leute. Ich hatte diese ganzen Probleme nie, ich hatte nur Probleme seit diesem 24-Stunden-Stream. Und ich, weißt du, ich meine, ich hatte, keine Ahnung, wir hatten 300 Leute hier, da bei WoW geschaut, gemacht bei ARK, scheißegal. Wir haben Spaß gehabt, war alles cool. Das ist übertrieben, aber wir hatten genug Leute, es war nie ein Problem. Und ich hatte auch schon vor 4 Jahren oder 5 Jahren mehr Abonnenten als jetzt. Aber da war es mir doch scheißegal, mehr oder gut, das kommt ja nicht, aber davon.
davor, was mir wurscht. Ich gehe da, mein Job, kriegt meine Kohle und Scheiß drauf. Wenn's, weißt du, ich meine? Am Endeffekt ist es im Endeffekt egal. Ich habe da, kannst du es dir anschauen. Und ich will halt ungern jetzt über das so reden. Ich kann nur sagen, ich habe versucht, das loszuwerden. Ich habe gekümmert, ich habe es reportet. Ich habe versucht, herauszufinden, wie ich das machen kann. Aber ich kriege keine Antwort so richtig. Aber du hast ja mal erzählt, dass du das checken lassen hast. Ich habe auch bei der... kam raus, dass das keine richtigen Bots sind oder irgendwie sowas meintest du. Ja. Dann habe ich natürlich bei der Plattform selbst angefragt. Alles Mögliche schon probiert, keine Ahnung. Aber ich müsste halt vielleicht Geld und Gold oder Coins in die Hand nehmen, um da wirklich mehr erreichen zu können. Das habe ich nicht. Weiß nicht, das kostet ja alles Geld, wenn du irgendjemand... Ich müsste halt, was weiß ich, Detektive beauftragen oder das Ding halt, kostet alles Geld. Aber im Endeffekt ist es mir egal. Das ist quasi... Das hat quasi zu dem... zum Todesstoß geführt. Verstehe ich ja nicht. Ich habe halt einfach dieses Projekt mit 24-7 ist nie geplant gewesen. Das ist einfach nur so entstanden aus sich selbst. Ich hatte einfach geplant, mal so ein bisschen mehr zu streamen, das habe ich ja gesagt. Und weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hatte, das war, es halt zwischen zwei Therapien waren, aber nie halt zu viel. Das war halt einfach nur so. Es ist halt einfacher, irgendwelche Bots auf deinen Channel loszulassen oder welche, die sich da immer automatisch einloggen, wenn du halt jeden Tag Dauer online bist. Ja, ne? Das bringt halt halt. Müssen die halt prüfen, ob der online ist und eventuell drauf warten und keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich im Endeffekt möchte ich, wie auch im Video gesagt wird, nur mit Spaß mit den Leuten haben, egal ob Racing, ob WoW, ob Story Games, ob Survival Games, scheißegal. Ich mache halt nichts anderes. Ihr seht ja, ich bin am Schlafen, ich stehe auf, ich gehe fressen, ich quatsch mit euch, ich schaue ein bisschen Videos, gehe pennen, gehe zum Arzt und das Ganze wiederholt sich halt in den ganzen Jahr. Und ich zeige alles, ich habe sogar am Anfang geduscht mit den Leuten, ich habe die Kamera nicht mitgenommen, ich habe das Mikrofon mitgenommen ins Bad, ich habe da alles gesungen in der Badewanne als Spaß. Ich habe Kameras in der Küche, habe ich jetzt zwei, drei im Wohnzimmer und überall wieder mal was aufgestellt, weißt du? Und das ist es, worin ich meine, sag ich mal, meine Kraft, Energie gesteckt habe, die ich ja nicht habe. Und das wollte ich halt einfach teilen mit den ganzen Leuten, weil ich habe über die Jahre, sag ich mal, schon eine Menge getroffen, kennengelernt. Viele sind davon auch sind nette Leute, andere sind wieder Huren-Leute, wenn du weißt, was ich meine. Andere wollten nett sein, andere wollten den Tod von mir. Andere, Twitch ist voll von Vollassis, da kannst du mir erzählen, was du willst. Also im Endeffekt ist das, war alles dabei, was ja auch okay ist. So sind halt die Menschen, du siehst ja, was in der Welt passiert. Ne? Weißt du, ist was in der Welt passiert? Egal jetzt mit Krieg oder nicht oder was auch immer. Und mir ging es einfach nur darum, diesen Scheiß, den ich hier mache, mit Leuten zu teilen. Was ja auch teilweise geklappt hat, aber irgendwie haben sich irgendwelche Leute eingeschlichen, die nicht mehr weg sind oder keine Ahnung. Und dadurch, ich kann mir vorstellen, dass einige davon abgesteckt sind. Weil ich verstehe auch nicht, warum manche Leute einfach hier... Ich habe jetzt seit 8 Jahren, manche haben auch seit 7 oder 5 Jahren waren sie da und haben auch Spaß gehabt, auf einmal sind sie weg. Ich meine, am Spiel kann es auch liegen, weil ich habe vieles Verschiedenes gespielt, aber ich habe halt auch auf die Leute gehört. Ne? Ich habe, hey Gag, spiel doch mal ein Story-Spiel, spiel doch mal Survival. Ich habe immer wieder auf die Leute gehört, aber ich habe trotzdem nur das gespielt, wo ich ja doch dann Bock hatte. Weißt du, wenn 10 Leute was gesagt haben, habe ich mir aus den 10 was rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, das wer hat geklappt für mich, weißt du? Nicht jetzt so einfach nur YOLO. Außer bei Story Games habe ich mehr so Juli gemacht, aber habe ich nicht bereut. Nur da waren halt noch weniger. Da habe ich halt erst die Leere gemerkt. Aber es war halt ein Riesenschritt. Du musst dir mal was vorstellen. Du machst etwas 8 Jahre lang. 8 Jahre und einen Monat. Und sogar 1 Jahr lang jeden Tag. Und das einfach zu sagen, jetzt ist gut. Ist nicht einfach. Trotzdem habe ich so wenig Emotionen wie möglich gezeigt im Video. Weil im letzten habe ich ja geheult und das wollte ich nie wieder machen. Ich habe auch zwischendurch immer wieder mal. Hat der Crash gezählt noch? Ja, 119. Schade. Ich komme nicht früh genug wegbeamen. Jo, also ich habe halt alles nach dem Stream gerichtet. Alles.
Kann man das hier installiert in der Küche? Hier vorne nochmal angepasst. Ich habe mich komplett ganz gezeigt. Ich habe halt alles gemacht, was halt gepasst hat soweit, was mir, wo ich dann auch mich ein bisschen wohlgefühlt habe. Zwar nicht alles auf einmal, aber schön, schön der Reihe nach ein bisschen. Ja. Steckst du nicht drin immer? Ja, ich steck drin und ich verstehe es trotzdem nicht. Naja. Ist echt so, Sinkri, ist echt so. Es ist nicht einmal nur halb, sondern ich könnte das sogar noch mehr machen, dass man noch mehr sieht, aber nee, ich mach das nicht für irgendwelche Leute, die es nicht gibt. Weißt du? Ich hab mir gedacht, hey, so, keine Ahnung, wie das ankommt, man. Ich dachte, es ist ein bisschen Progress, es ist so ein kleines Spiel. Man fängt halt an mit 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 Leute, keine Ahnung. Manchmal waren ja wirklich auch viele da, also wirklich auch normale. Es waren immer normale da, ich habe nie so ein Problem gehabt. Zwischendurch hat man mal irgendwas geschickt bekommen, was dann vielleicht 10 Minuten ging, ne? Oder irgendwelche Follows geschickt bekommen, die ich dann gelöscht habe. Und, wir haben auch so immer Spaß gehabt. Und ich wollte halt das auch immer erweitern. Aber ich mache das nicht für Geister. Ich mach das nicht für Geister. Also wirklich bei der privat das bisschen chilliger selber angehen. Ist ja auch nicht so einfach, den ganzen Tag beobachtet zu sein. Ist ja auch anstrengend irgendwo. Ja, natürlich, klar. Und ich habe immer mehr Schmerzen und Probleme und mache dann immer die Kamera aus. Ich habe es nicht immer geschafft. Es sind ja ein paar Sachen im Internet, was das angeht. Ja, ist immer wieder mal hier. Oh nein, mein Benzin ist leer. Ist immer mal wieder hier. Oh, mit Benzin wäre auf der Startziel neue Bestzeit. Okay. Ich bin ins Ziel gerollt. Vernünftig. Sieh mal, wie gut du bist. Boah, ich habe 67.000, ich bin rich. Das, was ich halt hier mache, Sinkel, mit dem Fahren, ist halt so ein bisschen fürs für den Kopf, weil das wollte ich immer machen, konnte es nicht und kann es immer noch nicht, aber ich mache es, solange es noch geht. Wenn es noch eine Woche geht, gut. Wenn es einen Monat geht, auch gut. Wenn es noch länger geht oder weniger geht, ist auch okay. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben. Egal welches Spiel, wenn es rausgekommen ist, wenn es einen Server gibt, ich habe immer Server gemacht. Ich habe schon oft gesagt, ich brauche für mich keinen Server. Ich bin zwar fett, aber nicht für den ganzen Server. Ich habe immer für alles auch Server gemacht, damit die Leute mit mir gemeinsam Abenteuer erleben können. Egal, ob es Racing ist, ob es V-Rising ist, ob es Ark ist, ob es 7 Days ist über die Jahre, ob es, ich keine Ahnung, was ich da alles für Blödsinn gemacht habe. Und im 24-7-Stream habe ich das immer sogar von null an gezeigt, wie ich sowas mache. Also, das ist zwar nichts Großes, weil das keine Manifestier der PP gibt, aber man muss sich ja die Zeit nehmen. Geduld haben. Die Geduld habe ich auch nicht immer. Besonders wenn du 12 Tabletten nimmst und davon sind 10, die dich einfach nur töten. Und es war auch nett, dieses Oblivion da zu spielen, wie das Spiel heißt. Weiß nicht, wie das heißt. Aber das war halt nicht das, was ich gesucht habe. Es war nett, aber das war halt nicht das, was ich brauche. Ich brauche kein MMO eigentlich in meinem Leben. Auch nicht WoW oder sowas. Vielleicht einmal Nexus, bisschen Burg, bisschen Turm. Das war's.
Und ich wusste lange Zeit nicht, ich habe halt einfach, ich habe nicht einmal gecheckt, dass das so ist, weil ich habe, wie schon gezeigt, ich lasse mir nichts anzeigen hier. Also ich sehe nur, wie lange ich stream. Und das war's. Ich hab mir nie was anzeigen, was mir scheißegal ist. Teilweise wirst du da auch blöde, wenn 10 da sind und 20 da sind, denkst du dir auch, okay. Und dann schaust du nach links, einmal sind es 15. Denkst du, hä? Wieso, scheiße, hat links nicht gefallen, dann schaust du nach rechts. Und es gibt so viele andere, die einfach nur. Es passt und alles gut. Ich höre doch nichts auf. Gut, bei Twitter kann ich es ja posten, mir ist es egal. Aber nichts von dem Neuen, gar nichts, nirgendwo. Es muss allein durch mich gehen. Erstmal findet mich halt random. Was ist jetzt von der Idee, wenn du. Ich, ja gut, ich muss vielleicht erstmal das Video sehen. Ja, genau, weil ich schon da die Alternative aufgezeichnet habe. Ich hab schon gesagt, wie es weitergeht. Hast du denn vor, weiter 24 Stunden zu machen? Es steht ja nicht genau fest, wie oder wie das ist, wie, wo und wann. Weil ich vielleicht so eine witzige Idee habe ich gedacht, so vielleicht machst du Racing privat, wenn es kaum jemanden interessiert, sage ich mal jetzt so. Ich soll 12 Stunden privat racen. Was mache ich danach in 12 Stunden? Ja, man, dann streamst du 3 Stunden immer zur selben Zeit oder so. Ja, und was denn? Wo man sich drauf einstellen kann. Und dann machst du einfach mal Klischees bedienen. Also, Bereich ist es ja auch leider so, wenn du Geld verdienen willst, musst du Klischees bedienen. Tut mir leid, aber ich bücke mich nicht für die Gesellschaft, nicht nach 8 Jahren. Weiß ich mein? Ja, ich bücke mich nicht. Und ich will auch damit keinen Erfolg haben. Es ist nicht mehr mein Ziel. Es ist zum Beispiel bei mir auch so gewesen, dass ich deswegen vom Musikmachen weggegangen bin, weil ich keinen Bock hatte, Klischees zu bedienen. Aber ich sag mal, wenn man Geld verdienen will, muss man das. Ist nicht mehr mein Ziel. Ist nicht mehr. Es ist nicht mehr mein Ziel. Das Ziel ist vorbei. Der Lebensraum ist zerstört. Und so werde ich auch handeln. Okay. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt wirklich aufgehe, was passiert. Das weiß ich nicht, weil ich habe halt so gesehen keine Zukunftsperspektive, nichts im Leben. Und das Stream ist so ein bisschen gewesen, wo ich mich dann festgehalten habe. Ich war für euch da, er war für mich da, es sind noch viele Leute gekommen, haben irgendwie ihre Sorgen erzählt, waren so eine Art Kummerkasten. Da bist du mir manchmal hier. Und andersrum war es auch so. Und ich habe mich dann festgehalten, weil ich habe schon oft gesagt, mir ist es egal. Wenn ich heute sterbe, akzeptiere ich es. Wenn ich heute lebe, akzeptiere ich es. Mich interessiert es nicht. Ich habe mit allem abgeschlossen. Wenn es heute weitergeht, okay, machen wir weiter. Wenn es heute endet, na, dann hör mal auf. Also ich bin da, ist mir wurscht. Das hab ich nicht. Das war's. Dem, was ich die letzten 5 Jahre durchgemacht habe, ist meine ganze Scheiße angegangen, hatte Krämpfe, Schmerzen, alles, Therapien, Gedönse, ist mir das alles egal. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich möchte auch nicht mehr irgendwie so viele Leute. Interessiert mich nicht. Ich habe, was ich auch noch im Video erzählen wollte, ich habe es auch mir gelassen, weil das ist halt zu emotional. Mein Major-Ziel war es, einfach Leute zu unterhalten, das ist ja klar. Aber was ich immer so gesagt habe, ich möchte mindestens eine Person am Tag zum Lächeln bringen. Eine gute Tat am Tag einfach zum Lächeln bringen und dann bin ich zufrieden. Und das habe ich, glaube ich, immer wieder mal geschafft. Vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. No. Ja, das ist ja okay, Zinke, das passt doch. Das ist halt dein Weg, den du gehst, das ist ja okay. Ich werde mein Gehen auch gehen. Und ich werde immer das so sehen, weil es haben schon wirklich, wo ich gedacht habe, ich meine, es ist zwar im Internet, ich habe schon erlebt, nach 10 Jahren macht einfach einer Klack und ist weg. Alles gut. Aber es haben einfach in diesem Jahr zu viele Leute einfach nur
mir den Rücken gekehrt, wo ich nicht verstanden habe. Die ganzen WoWler von mir aus, okay, die wollen WoW sehen und wollen nur im Raid mitgehen, wollen einfach einen Loot haben und irgendwelche IDs ballern. Okay, fick die. Fickt euch. Verstehe ich ja. Wenn ich WoW zeige, seid ihr da und wollt IDs machen. Wenn nicht, dann ist es dann auch okay. Jeder das, was man sehen will. Aber du hast ja die Antwort schon mal selber gegeben, ne? Also, Twitch ist halt kein Freundeskreis, sag ich mal. Genau. Für die meisten Leute ist das einfach. Aber man hat nach einer Zeit. Aber Freunde haben die meistens außerhalb von Twitch. Aber ich habe auch manchmal auch. Einfach auf. Also, man macht halt das, worauf man Bock hat. Und aber ich habe auch manchmal mit 1, 2, 3, sagen wir mal, vielleicht Leuten auch so im Discord mal gequatscht. Hey, na, wie war dein Tag? Wie geht's? Streamst du jetzt oder nicht? Einfach mal so. Okay, aber auch wahrscheinlich in der Zeit, wo ihr was zusammen gemacht habt, nehme ich an. Nee. Es verliert sich halt ganz schnell, wenn man nicht mehr zusammen spielt. Ich hatte früher auch Freunde bei Counter-Strike und die haben mir, wenn sie im Urlaub waren, haben sie mir Karten geschrieben, so, dass sie in Brasilien gerade sind. Ach, und solche Sachen. Und Brasilien? Kaum haben wir nicht mehr zusammen gespielt, war der Kontakt quasi tot. Also das ist ja auch okay. Das sind halt Gamer-Freunde oder Internet-Freunde. Soll jeder seinen Weg gehen. Nur ich verstehe auch vielleicht, dass sich einige abgeschreckt gefühlt haben wegen diesen komischen Zahlen da. Weil, ich sag mal ehrlich, mir ist es egal. Steht da eine 1, steht da eine 100, steht da eine minus 10. Aber du weißt, dass sich auf der Welt alles nur nach Zahlen dreht. Ja, und dass einer dem anderen nichts gönnt. Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es gibt so noch eine Sache, was die Leute abschreckt. Die Missgunst. Aber ich weiß nicht, ob du das hören willst. Ja, sag mal, ist doch scheißegal. Ich in der Sitze, nicht in der Sitze. Also ich kann es nur von meiner Erfahrung aus sagen. Die Leute hacken gerne auf Schwächere rum. Und wenn die, also deine Krankheit, glaube ich, steckt viele ab. Ja so gut, aber das ist halt gang und gäbe. Ich kriege das in Deutschland ganz oft mit. Behinderte werden gemobbt, kranke Menschen werden gemobbt. Das weiß ich, das weiß ich. Wenn jemand Krebs hat, dann stellt er sich nur an, der hat Krebs. Und die Arbeitskollegen mobben ihn. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das arbeiten soll. Ja, ja, das weiß ich schon. Das ist mir bekannt. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja, also das weiß ich. So kränker du bist und so, die Leute haben zum einen... Wenn du reich bist, also dann kriegst du auch viel Geld. Du ziehst halt das an, was du halt bist, auch teilweise. Und natürlich Friede, Freude, Eierkuchen, klar, du kommst nach Hause aus der Arbeit, bist gestresst, du willst halt nur noch Friede, Freude, Eierkuchen haben. Das verstehe ich, genau, auch so richtig. Die wollen nicht hören, und du ziehst dir auch nur das an, was du halt ausstrahlst. Wenn du Krankheit ausstrahlst und halt arm ausstrahlst, ziehst du nur das an. Ja. Weißt du? Also du kannst ja nichts dafür, das ist halt das Ding. Genau. Deswegen werde ich vielleicht versuchen, das einfach komplett wegzulassen aus dem Stream. Komplett. Ich würde dich einfach muten, sobald irgendwas ist oder sagen, Telefon klingelt oder ich habe keine Ahnung, meine Notlüge oder so. Ja, ja, also ich, weil, also mein Problem ist, ich lüge nicht. Ich lüge. Die Leute empfinden mich auch sowas. Ich weiß, Mein Problem ist, ich lüge eigentlich nicht gerne. Ich hasse das. Das Lügen ist das Schlimmste, das es gibt. Und ich war halt immer. Jemanden verarschen ist eine Sache, aber irgendwie irgendeine Krankheit oder so mal ein bisschen zu verheimlichen, das ist eine andere Sache. Das ist privat. Ich glaube, das machen doch die meisten. Ich weiß, deswegen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, die meisten, gerade so auch Frauen und sowas, die wollen nicht hören, dass es jemandem schlecht geht. Da kriegen die Depis von oder ich habe keine Ahnung was oder schlechte Laune. Und auch bei jüngeren Leuten, die verunsichert sowas eher. Und dann bleiben die auch weg. Zumindest ist das meine Erfahrung. Jetzt mal ganz völlig losgelöst von deiner Sache. Ich weiß, nö, das deswegen habe ich auch versucht, habe ich das ja nie so wirklich erzählt, aber im Laufe eines Jahres, wenn du ein Jahr lang immer online bist, dann kommt ja quasi alles raus, was du hast, wie es dir gieselig fühlst. Wenn du mal so streamst, so 2-3 Stunden, kannst du so ladifi, lalala, alles gut, das Leben ist super. Ja, genau. Weißt du, ja. Dieses Verstellen, dieses Fake, dieses Unreal-Sein. Also, es tut sich ja jeder verstellen. Und ich habe da einfach keine Lust drauf gehabt. Ich habe einfach gesagt, hey, wie es mir geht, dann fertig.
Also, und ja, manchmal habe ich auch nur gesagt, ja, passt, okay, und fertig. Also, nichts Größeres. Und okay, danke, alles gut. Aber halt wenn man dann. Ja. Mach das hier, Sinkri. Und verstehe ich auch. Verstehe ich auch gut. Nur muss ich dir ehrlich sagen, ich befinde mich in der schwersten und schlimmsten Situation meines Lebens. Und dann von den Leuten, die man eigentlich kennt oder schon öfters länger da waren, dass man so behandelt wird, ist halt schon krass. Weil es ist ein einzigartiges Event, was es bei mir gibt, mit diesem 24/7. Und das ist halt schon, machen ja viele einiges, aber das ist halt schon, das ist etwas Besonderes, finde ich. Und ich würde es halt feiern, wenn jemand sowas machen würde. Nicht irgendwelche Leute, die jetzt mit irgendwelchen Häusern mit Filmkameras da haben und 10 Leute sind, 10 Dudes oder so, sondern ein Einzelner, das versucht zu stemmen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe keine zweite Person, die das Stream übernehmen kann hier. Habe ich nicht. Weißt du, ich meine? Mach das mal als einzelne Person. Mach das mal einfach ein Jahr. Und dann versuch das mal. Das ist als gesunder Mensch scheiße. Okay, da soll ich mal 3 Tage hin. Ich brauch ab und zu meine Ruhe. Ja, mach das mal. Und die wissen das halt null zu schätzen. Aber okay, das ist ja egal. Es macht ja nichts. Aber im Endeffekt ist die Existenz von GagsTV tot. Das ist gestorben. Ich bin darin gestorben, das ist gestorben. Und dieses Ein-Jahr-Ding ist tot. Egal, ob ich weitermache, wie ich weitermache, das ist einfach tot. Und so werde ich auch weiter handeln im Leben. Ich werde vielleicht aggressiver sein. Ich werde vielleicht mürrischer sein. Ich werde niemanden mehr an mich ranlassen. Mich interessiert doch kein Schwein, wie es einem anderen geht, wenn ich frage. Es interessiert mich gar nichts. Weil wenn du mit dem Tod, wenn du akzeptierst, dass er tot da ist, sehe ich gar nichts mehr. Ich frage zwar nett und alles, aber das ist dann meine Art, einfach so nur dieses Fake-Dasein, weißt du? Ich wollte immer real sein. Mir scheißegal, im Endeffekt. Weißt du, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, wenn sie mir gerade scheiße gesagt, ja, geht mir nicht so gut. Was soll ich machen? Ich habe Kopfschmerzen. Soll ich ihm sagen, es geht mir blenden, mein Penis steht. Auch für dich, weil du da bist. Das habe ich aber auch gemacht, oder das war ich ja nicht immer, diese überemotional und Blödsinn und ganz viel übertrieben, weil wie kennst du das ja? Habe ich ja doch gemacht. Aber du kannst halt nicht 24/7 ein kompletter Trottel sein oder so, weißt du, ich meine. Du kannst es nicht ein kompletter Trottel sein für andere. Aber ist mir egal. So wie es sich entwickelt hat, das ist halt das Schicksal, was ich verdient habe. Obwohl ich eigentlich nur die Leute unterhalten wollte und auch jeden aufnehme, als Freund, als Kollegen, als Kumpel, ist es egal. Jeder, der herkommt, ist willkommen. Solange mehr nichts Böses will. Ich komme eigentlich mit jeder Art von Menschen zurecht. Ich habe da nicht so die Probleme. Gut, großkotzige Arschlöcher, die haben Probleme mit sich selbst, aber mit dem braucht man nicht zurechtkommen. Im Endeffekt, verstehst du, was ich sagen will, Jens, ne? Ja. Und ich habe auch sehr viel von mir erzählt. Früher habe ich es immer so gemacht, wie ich auch gesagt habe in der Arbeit, ich habe immer andere Geschichten erzählt. Und je mehr ich erzählt habe, so weniger hat man nachher gewusst. Das hat sich ja komplett geändert. Einfach so erzählt über mich. Hey, das ist hier so, das ist da, das ist jenes, gute Sachen, schlechte Sachen. Ist halt das Leben, weißt du? Das Leben zeichnet halt einen. Es gibt halt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wenn dann einer reinkommt und dann immer was Schlechtes passiert, dann ist das halt so. Aber wir müssen jetzt nicht unbedingt über das reden. Mich stört's nicht. Aber wenn das schon so ausschlaggebend ist, dass es schon negativ ist. Ja, eigentlich ist mir das egal. Du, das Ding ist eh vorbei. Das ist gelaufen. Ich mache
in einem Tag oder zwei mache ich hier aus und das war's dann. Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal, was ich rede. Oh, vielleicht mache ich auch irgendeinen Blödsinn, dass ich gebannt werde, dann hat sich's gelöst, das Problem. Ganz ehrlich, vielleicht halte ich meinen Penis in die Kamera. Zeigt mein Arschloch. Will keiner sehen. Dann ist es halt vorbei. Vielleicht mache ich irgendwas, dass ich gebannt werde. Es ist ja scheißegal. Im Endeffekt ist es sowas von wurscht. Ne? Was ich halt... Ich bin so nicht und würde das nie machen. So eine Idee würde ich nie kommen. Aber wenn man verzweifelt ist und irgendwie nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, kommt man auf alles. Verstehst du, was ich meine? Ja. Eine Frau wär's, würde das ziehen, aber in deinem Fall sieht das nicht. Ja, weiß. Genau, egal in welchem Fall, ist das scheißegal im Endeffekt. Ich mach zum Abschluss einen Poolstream und mir rutscht aus Versehen die Hose runter und man sieht meinen Arsch. Dann sieht man halt viele Haare. Was willst du machen? Ob man den Arsch erkennt, weiß ich nicht. So hoch, Entschuldigung. Bann ist da und ich kann nie wieder streamen. Wenn du einen Poolscreen machst, dann darfst du ja den Arsch zeigen. Ja, nee, aber nicht im Blanken. Hinter einer Badehose. Dein Loch. nee, man muss schon noch. Hinter einer Badehose. Du meinst, ich soll dich zeigen, du. Du meinst, ich soll dich zeigen, du Arschloch. Hey, Fegel. Danke dir, ne, für dein Abo letztens und für den schönen. Träume wünsche, Dankeschön. Schön, dass du vorbeigeschaut hast, hat mich sehr, sehr gefreut. Du bist auch einer der ersten 10 Abos, die es jemals gab auf diesem Channel. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine schöne Zeit. Dankeschön. Ich hab mich nicht bedankt, weil ging ja nicht. Ich hab's aber mitbekommen. Ja, die Banane ist meine Anaconda. Ich schreibe einfach die Namen auf die Anaconda. Ja, ich dir auch. Ich schaue immer gerne, wenn du schreibst hier, Fegel. Beim Fegel schaue ich doch immer gerne, so ist doch eh klar, oder? Und ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, ne? Also, so generell bin ich eigentlich, mache viel Blödsinn, ich mache viel Witz, ich tue mich selbst verarschen, ich tue andere Leute so ein bisschen ärgern. Das bin ich halt. Kann man aber auch nicht immer sein, weißt du, wie ich meine? Und, weiß ich nicht. Wenn ich so anders so zuschaue, sind sie ja nicht anders. Sie machen nicht viele andere Sachen. Außer wenn sie jetzt Valorant spielen. Oder Counter-Strike. Oder Fortnite. Was gibt's noch, was gespielt werden muss, damit du einigermaßen Aufmerksamkeit kriegst? Oh, können wir alles spielen die nächsten Tage? Battle Royale. Ja. Da hatte ich mal vor 5 Jahren Lust, aber das Thema ist durch. Obwohl. Aus irgendeinem Grund finde ich das Warzone ja immer noch nicht schlecht. Komm, ja, das schauen wir bei Teil 2, das kommt doch dann dieses Jahr noch. Nee, oder nächstes Jahr. Warzone 2 dann. Wie das heißt. Dauert bei mir wahrscheinlich der Download eine Woche. Machst du, es ist doch Pre-Download immer 3-4 Tage oder in der Woche. Geht schon. Ah. Hamburger Royal. Wo eigentlich war ich Battlefield-Spieler, aber es spielt ja keiner. Ich war nichts, ich war Quake-Spieler und OT-Spieler, fertig. Ich habe mich geweigert, Battlefield und COD anzuerkennen als Quake-Spieler. Im Grunde genommen war ich auch Quake-Spieler so gesehen. Und eigentlich war ich auch Counter-Striker, aber es ist halt auch schon ähnlich. Ja. Und ich war in OT schon so mit so einer Gilde befreundet. Da habe ich Trainingsmaps gehabt, da sind mir ganze Wände hochgekrochen. Stundenlang jeden Tag trainiert. Katastrophe. Was ist denn das? Defrag Mod oder so?
Weißt du, da bist du halt Wände hochgekrochen, hast irgendwelche Jumps gemacht, irgendwelche Sachen, sowas, was sie halt in CS mittlerweile auch so machen, so Surf-Ding so ein bisschen gegenüber. Aber es war einfach nur eine stupide Map. Da musst du die Wand hochkommen, irgendwie. So Jump-and-Run-Style. Halt mit, du musstest halt weite Sprünge machen mit Straight-Jumps und mit der Plasmakanone die Wände hochkrabbeln. Genau, genau. Und mit nicht nur der Plasmakanone, sondern mit der ersten Kanone, wo du nicht schießen konntest, wo du nur so boxen konntest, so komisch. So machst du wut. Genau. Ja, habe ich auch gemacht. Und ich habe mir früher sogar die Videos dazu reingezogen, die Defect-Videos. Weil die echt geil produziert waren. Das ist mal eine Idee. Ich muss irgendwie zum McDonald's kommen. Hol mir bei Hamburger Royal. Aber das Racing-Projekt hier, was ich gestartet habe, höre ich nicht auf. Das mache ich, bis meine Füße nicht mehr können. Das. Brauchen wir nicht. Irgendwas musst du ja machen. Das mache ich weiterhin ganz normal. Das ändert sich auch nicht. Ich werde meine Runden hier fahren. Ich werde alle 2 bis 3 Tage mal die Map ändern. Ich werde ab und zu noch mal ein anderes Racing-Spiel spielen, wie Gran Turismo 7 vielleicht, wie Forza, wie Automobilista oder Formel 1 oder Race Room, keine Ahnung. Ich werde es einfach weitermachen. Und wenn ich es dann nicht mehr kann, dann schau mal halt dann. Es kann auch sein, dass ich demnächst auf einem Fuß bei mir eine OP haben muss. Obwohl eigentlich operativ nichts verändert werden kann, aber es ist außerhalb dieser Nervenschäden sind noch andere Sachen kaputt. Das kann vielleicht durch eine OP geregelt werden, das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt noch mich drum kümmern. Okay, dann machen wir mal ein paar Instagram-Videos. Aus dem Krankenhaus. Irgendwo muss ich den Gino-Kanal ja füttern. GZ? Danke. Ich hatte auch gerade meine Zeit unterboten. Aber man sieht es gar nicht. Ernährt sich das Alte und so. Diablo, Gothic, Elder Scrolls, Tomb Raider. Okay. Also sollen wir zocken, sagst du? Einfach, wir machen einfach ein paar Keys, sag ich dir. Heilung, ein paar Keys machen. Rein da. So, okay. Und wir werden ja sehen, wie viele Leute sich ja für das Video interessieren. Das Video zwar sieht man ja. Ich werde es auch anlassen, das Ganze. Ich werde auch, wenn ich im anderen Kanal bin, ich werde da kein Bot, gar nichts machen. Nichts. Das ist alles nichts wert. Das ist alles uninteressant. Wenn irgendwelche Bots haben wollen, gebe ich ihnen halt einen Bot. Aber ich werde halt nichts machen. Keine Info, kein Chat, nichts, kein Overlay, gar nichts. Das interessiert mich nicht. Nichts. Weil es alles nichts wert ist. Habe ich gemerkt in den letzten 8 Jahren. Es ist egal, was du einbindest. Ob du Sounds einbindest, ob der Chat einbindest, ob du die Kamera hier, da oder da ist, es ist alles nichts wert. Es ist einfach uninteressant. Das habe ich in den letzten Jahren besonders gelernt. Egal, was du machst, es ist uninteressant. Von daher, keine Ahnung, wenn jemand Mod werden will und dann da irgendwie den Nightbot haben will mit irgendwelchen Commands, mach. Ich werde keine einzige Energie in sowas investieren. Ich werde meinen Stream-Key ändern, mach hier Stopp, mach da drüben Start. Und geh online. Und es wird sich für so nichts ändern. Ich werde auch nichts darauf geben. Es wird auch keine Subs, nichts geben, weil es wird nur Follows geben. Ich werde aber niemanden bedanken, niemand gar nichts anzeigen, nichts. Interessiert mich nicht. Genauso wenig, wie es die Leute interessiert hat, wie die mich einfach mit einem Jahr zerstört haben. Ich werde einfach mit der XP weiterleben, so wie es mir beigebracht wurde im letzten Jahr. Leider ist es negativ überwiegt halt dann, ist ja immer so.
Aber trotzdem war es eine Ehre, Jens, dich auch kennenzulernen. Und besonders auch Techni. Ich habe auch im Video gedankt. Ich habe jetzt keinen Namen gesagt, weil ich Angst hatte, jemanden zu vergessen. Kein Thema. Bisschen Rennen hier. Ja. Rum. Ja klar, das haben wir glaube ich alle mal gespielt, ne? Sinkri, so mit der Playstation so ein bisschen. Glaube ich, es waren wir alle mal so, entweder beim Freund oder selber, so Gran Turismo-Zeit. Ich habe mal letztens auch Gran Turismo 7 mal probiert, aber ich fand es mit dem Lenker nicht so geil. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das laufen lassen soll. Was machen wir? 2 Tage noch? Ich würde 2 Tage insgesamt machen. Wenn überhaupt. Ja, ich mache ja, morgen halt noch und dann würde ich wechseln. Ich schaue halt dann. Also es gucke ich einfach mal. Wie es für mich halt am besten ist. Heute muss ich zum Arzt. Also vielleicht reicht ja auch Info per Telefon. Theoretisch muss ich heute zum Arzt, muss morgen zum Arzt. Und dann gucken wir halt dann. Vielleicht auch am Donnerstag, am Dienstag, am Mittwoch, am Freitag, keine Ahnung. Es ist im Endeffekt ja wurscht. Das Ding steht da, kann sich von mir aus rumsprechen oder auch nicht. Also wenn ich in dem Channel da bin und sehe, ich habe 0 Viewer, hey, dann quatsche ich, sag was, sag hallo, keiner sagt hallo. Das ist ein Segen. Wenn ich mit 80 Viewer da bin und ich sag hallo, und ich sag 100-mal hallo und frag Sachen, erzähl, hey, wie war das Wetter oder wie ist das Wetter bei euch? Bei mir ist so, ich habe Hunger, was würde ich gerne essen? Ich erzähle Geschichten, wenn ich allein bin, das ist ja okay, dann sag ich okay, wenn keine Antwort. Aber wenn man sieht oder theoretisch weiß ich es ja, weil ich weiß es ja, dass welche da sind, hier die Statistik jeden Tag. Und dann nichts kommt, das ist halt das Schlimme. Weißt du, ich meine? Und das Lustige ist halt auch, selbst ich weiß auch, dass echte da sind, selbst die antworten noch nicht. Und die warten halt immer, dass einer schreibt und denken sich, ah, okay, ich hab's ja gesagt, es ist keiner da. Da warten 10 Stück, sag ich mal 10 echte, aha, ich sag mal, dass keiner da. Aber dass zumindest bei 90 Stück einer zumindest irgendein Punkt kommt. Ich hab sogar gesagt öfters, hey, wenn jetzt einer schreibt, schenke ich dir 10 Euro. Komm, ich geb dir 10 Euro. Nichts. Ich schenk dir einen Sub. Dick nichts, gar nichts. Und wenn du sowas mit sowas schon baitest, nenn mal Bait, ich hätte es gemacht, wenn ich mir scheißegal gewesen, weißt du? Interessiert mich, ob ich jetzt minus 60.000 oder minus 60.000 und 5 Mark Euro. Ist egal. Es ist wurscht. Also, es ist eh egal. Ich werde sterben und das Ding wird gezahlt von irgendwelchen Banken und fertig. Das war's. Jetzt ist ja wurscht, dann. Ich sag dir nur, wenn du so blöd sogar schon kommst und das sagt keiner was, dann denkst du dir auch, okay, gut, dann brauchst du ja auch nicht da sein, weißt du? Und das habe ich ja gemacht. Ich bin vorhin gefahren, ich habe erzählt, gelabert, gefragt, geschaut, hey, wie war's Wetter? So, wie war das Wetter? Bei mir ist es immer kühl, hat es gerade ein bisschen geregnet, war ich auch und bla und hier. Uhrzeit hin oder her, es ist immer irgendein Pepeger da, ne, eigentlich. Aber, ja. Warum ist mein Puls nicht? Hey, und ich habe ja auch diese Pulsscheiße eingerichtet. 24/7 bin ich komplett überwacht. Mit Puls, mit allem. Mit Kameras, mit allem, weißt du? Und ich weiß nicht, ob das jetzt so scheiße ist, was ich da mache. Deswegen, also ich lasse es halt einfach. Mal gucken. Ja. Das zieht dich auch runter irgendwie alles. Ja, ja, nur weil es halt weil es halt fake ist. Eigentlich stört mich das Ganze nicht. Wenn jetzt real nur 5 da sind, das ist geil. Wenn real 100 da sind, das ist auch geil. Aber nicht, wenn... Du weißt halt nicht, wer da ist, wenn da 80 Falsche stehen, ne? Ja, genau. Doch, ich weiß, wer da... Klar, sieht man ja. Ich krieg Statistiken, sehe alles, wer da ist, wenn ich da ist. Wenn ich möchte. Ich kann jetzt einen Klick machen und sehe alles, wer den ganzen Tag da war. Echt oder nicht echt. Also theoretisch, weil ich kann es nur echt nicht unterscheiden, weil die, wenn ich halt kenne. Wenn irgendwelche neuen Vereine schauen, kann ich es auch nicht sagen. Weißt du?
Aber wenn ich halt jemanden kenne, weiß ich ja, dass er halt reinschaut. Wenn er nichts sagt, ist doch egal, lass ihn gucken kurz. Wenn es ihm gefällt, geht er wieder. Aber der geschaut, weißt du? Ist alles gut. Es ist ja auch nicht immer die. Ich weiß ja nicht, ich glaube, es ist auch nicht immer die gleiche Zahl, weil ich krieg ja meinen. Ich krieg ja den Dingbericht, den 24-Stunden-Bericht. Es ist halt auch komplett unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir. Wann. Ich kriege immer die höchste Zahl am Tag gezeigt. Ich kriege die Durchschnittszahl gezeigt. Ich zeige, wie viel insgesamt da waren. Und es sind halt random zwischen 600 und 1000, manchmal noch ein bisschen mehr. Und wenn man diese 80 abzieht, ist es ja egal. Weißt du, das geht ja nicht ins Gewicht, diese 80, bei 1000 Leute. Ja. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass bei Diablo relativ viele Leute da waren. Ja, klar, das stimmt. Es gibt auch gewisse Peakzeiten, wo du streamen musst, dann sind immer welche da. Ja, klar. Je nach Spiel musst du wissen, wann du was machst. Bei WoW zum Beispiel mit Mittwoch in der Früh zwischen 8 und 9 gehst schon um 7 online, machst deine Kiste auf. Jeder will sehen, dass du verlierst. Jeder will sehen, dass du dich ärgerst. Es gibt da gewisse Peakzeiten, wenn du dann da bist, hast du safe deine Viewer, immer egal was du machst. Wenn es halt einigermaßen bekannt ist, was du machst. Sei es irgendwelche ID-Resets, sei es irgendwelche Sachen. Das ist halt ganz normal, das weiß man nach einer Zeit als Streamer. Und ja, Diablo war doch super zu der Zeit. Und so, Diablo habe ich auch gespielt gehabt, da Samstag in der Früh, wenn die Leute halt ein bisschen aufwachen, sind sie eingeschaltet. Aber diese Peaks hat man ja immer wieder, weißt du? Selbst bei WoW, selbst bei Dingen. Auch, was ich fragen wollte, selbst bei Racing haben wir das jeden Tag. Es steht immer da, dass gewisse Zeit, manchmal sind noch über 120, 130 da. Ich frag mich halt wann, ich sehe das ja nicht. Oder 110 oder so, das ist immer unterschiedlich. Ich weiß nicht, wann diese Zeiten sind. Ich kann das nur schätzen, wenn ich jetzt race zwischen 18 und 2, 3, 4 in der Früh, dass irgendwann in der Zeit irgendwann ein paar Leute mal reingucken. Aber das ist ja nicht nur reingucken, das ist ja am Stück. Und so ergibt sich halt die Zahl. Und diese 80 zählen halt dann. Ist im Endeffekt ist ja auch scheißegal, dann weiß ich mal. Weiß nicht mal, ob es 80 sind. Ich sage einfach nur so grob 80. Vielleicht sind es auch nur 50 oder 40. Ich habe keine Ahnung, du. Ich sage das nur, weil. Zeigt das Twitch nicht an, wie viele wann zu welcher Uhrzeit da haben? Doch, klar. Ach so. Muss man halt genau nachschauen. Aber ich weiß halt nie genau, wie viel von denen halt. Welche sind, die da sind oder halt nicht da sind, und manche auch nur schlafen oder lurken oder. Ich habe bei YouTube-Videos geschaut und alles, 99,99% der Viewer ist eigentlich nur Lurker. Was ich halt auch mache, aber dieses Argument habe ich mir lange, lange Zeit eingeredet, aber irgendwann geht's nicht mehr, weiß ich mein? Irgendwann ist es auch Blödsinn, bei so gewissen Zahlen. Und ich hatte immer diese ähnlichen Zahlen. Immer. Aber es waren halt nie diese Leute, weißt du? Das ist alles erstanden in diesem 24-Stunden-Stream, in den letzten 300 Tagen. Aber auch nicht gleich, auch nicht so instant. Ich weiß nicht, ist es. Irgendwer hat mir vorhin geschrieben, als du offline warst, so. Ja, Teach. Mich gefragt, ob ich weiß, was bei dir ist. Teach habe ich noch geantwortet. Aber nicht. Ja, Tekken hieß der doch im Discord, oder? Ja. Ja, ist TG. Ah, okay. Der hat auch im Channel geschrieben. Ich habe geschrieben, ich bin gleich wieder da. Ich habe ihm geantwortet im Discord, ich komme gleich wieder. Ich habe dir auch geschrieben, ich bin gleich wieder da. Also wenn jemand fragt, dann antworte ich ihm halt. Ich bin jetzt auch kein Assi oder so, weißt du? Und ich habe mit dir geschrieben? Ich habe dir gestochen, du hast sogar dieses komische Gift geschickt, dieses mit dem kleinen Autochen. Ich habe gesagt, hey, ich komme gleich, ich fahre eine Runde. Ich habe auch geantwortet sogar. Hä? Hat er vergessen, der Typ. Natürlich hast du geantwortet. Nee, also ich hab das geschrieben, als ich mit dem Racing angefangen habe, habe ich dir eine Nachricht so geschickt und nach dem Motto, ich bin jetzt am Fahren, so. Ich hab dir geschrieben, hey, ich bin gleich wieder da, dann können wir eine Runde fahren, dann kam dieses Ding, wo die kleinen Autos so ein Gift, irgendwas animiertes kommt dann. Nee, hab ich übersehen irgendwie. Du hast nichts davor geschrieben.
Aber wie, okay. Du hast mir direkt darauf geantwortet. Also wolltest du mir schreiben, dass du am Fahren bist und ich habe gleichzeitig geschrieben, hey, ich bin gleich wieder da, oder was? Ja, anscheinend. Sag Schmade. Weiß ich nicht. Okay. Tatsächlich, eine Minute nach dir. Nee, ja. Das hab ich gesehen. Ich dachte, das war halt die Antwort drauf. Wenn du mir schickst, gib, wo Leute fahren, dachte mir, okay, Roger, over, copy. Nee, es war Zufall. Der Typ, ne? Kannst du nicht vorstellen. Ich hab dir auch geschrieben heute, hey, meine Schwester hat mir vorhin nachmittags geschrieben, der schreibe ich jetzt erst morgen früh oder nachher irgendwann, weil ich es nicht gesehen habe. Weil jetzt gerade erst habe ich die Benachrichtigung gesehen. Okay. Passiert. Ist doch nicht schlimm. Ich habe kein WhatsApp, ich nutze auch keine Telegrams und kein. Ich auch nicht. Ich hab stupides SMS. Falls jemand was will. Ja, selbst da ist oft mein Handy aus, weil ich vergesse, den Akku zu laden. Ist das so ein geiles Segen, wenn das Handy aus ist? So geil. Bin da nicht so der. Weiß ich nicht. Ich gehöre zu denen, die sich eher genervt gefühlt haben von diesen ganzen Smartphone-Dingern. Ich fand es immer cool, dass man unterwegs online sein kann und ICQ nutzen unterwegs. Genau, das hat mich genervt. Ich wollte nicht noch, wenn ich unterwegs bin, online sein. So, dass das. Ach, ich fand das. War ich schon immer zu Hause viel zu viel. So. Ich fand das cool, also, so mitzunehmen. Das noch irgendwie im Alltag anzufangen. Dass das so eskaliert, fand ich damals echt traurig. Ja, das ist schon krass eskaliert. Jetzt ist es ja eh scheißegal. Jetzt ist eh scheißegal. Ja, was hast du denn für Zeit? 1,43, also 1,50002, ich habe 1,43073, okay. Ja gut. Wie rum bin ich jetzt gefahren mit dem Scheiß? So. 83 Runden. Das ist doch okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die Strecke überhaupt verstehe und kenne. Ich bin einfach eins auf gelabert und bin gefahren. Aber es passt. Du kannst wirklich viel abkürzen durch die Curbs. Das können die Profis bestimmt sehr gut. Aber ich finde, was ich jetzt so gemacht habe, passt eigentlich so, weil ich weiß nicht, ob die Zeit gut oder schlecht ist. Aber ja. Ich könnte in mehreren Kurven noch stark, besonders in den zwei letzten Kurven, dann, ne? Da muss man irgendwie bremsen und kann so richtig geil über den Curb, aber ich probiere es mal kurz, würde ich noch auf ein anderes Auto umsteigen. Ja, also mit dem Auto hier versuche ich jetzt gar nicht eine schnelle Runde zu machen. Das ist, solange ich locker fahre, schaffe ich zumindest meistens nicht zu drehen, aber sobald ich ein bisschen Gas gebe oder schneller versuche, da fliege ich nur raus. Die Strecke hier ist auch noch mal ein bisschen anders als die von letzten, also gestern. Die finde ich hier sogar fast noch schwerer. Apropos, ich könnte das Auto ändern, ein bisschen tiefer machen, ein bisschen rumprobieren. Ich habe doch gar nichts gehabt, bin einfach gefahren, weißt du? So, das passt alles. Rearwing. Aber wird schon passen. Bremsbalance. War noch ein bisschen tiefer hier. Habe ich da nicht hier das gespeichert, was ich im Garolin gemacht habe hier? Doch, habe ich sogar. Ich lade mal mein Garolin Setup. Und fahre einfach. Eigentlich wollte ich pinkeln gehen, aber. Ich
Ich habe jetzt hier auch null oder es geht oder null irgendwas. Ich habe einfach gefahren, ein bisschen gequatscht, das ist das Schönste. Null versucht meine Zeit zu verbessern, wenn es geklappt hat, war es okay, mir ist auch egal. Oh, willkommen in meiner Welt.